Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Green Hell. Es ist schon ein bisschen her, dass ich gespielt habe. Beim letzten Mal haben wir ja diese Landebahn und den Flughafen hier entdeckt. Leider ist kein Flugzeug vorhanden gewesen, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Es ist wirklich sehr, sehr lange her. Ich weiß nicht mal mehr teilweise, wie die Steuerung geht. Habe einfach momentan viel zu viel Planet Zoo gezockt, weil Planet Zoo einfach so viel Spaß macht. Also ich habe richtig viel Lust auf Planet Zoo und ich werde das Spiel so hart vermissen, wenn die Beta vorbei ist. Aber, wo ist denn hier? Wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt heute hingehen sollen, aber ich glaube, hier kann man. Schlüssel. Vorhängeschloss. Okay, ich glaube, dann wissen wir, wo wir hin müssen. Wir müssen irgendwie einen Schlüssel finden. Der wird ja wohl irgendwo hier rumliegen, denke ich mal. Das Ding ist auf jeden Fall, beim letzten Mal hatten wir eine Stelle gefunden, da braucht man irgendwie so eine Wurfhakenpistole oder eine Kletterausrüstung. Also, wir haben zwei Stellen gefunden, wo es weitergeht. Wo man mit der Kletterausrüstung hin muss, das weiß ich, glaube ich, noch. Aber das mit der Wurfhackenpistole, das weiß ich gar nicht, ob ich das noch finden würde. Aber der Schlüssel, der muss doch irgendwo sein. Hier ist doch ein Gerät drin. Das kann ich irgendwie nicht aufnehmen. Ich gucke mich noch mal ein bisschen genauer um, ob ich hier was finde. Aber hier beim letzten Mal. Naja, Funken ging, glaube ich, nicht, weil wir irgendwas neu starten müssen. Wenn ich das recht in Erinnerung habe. Oder richtig in Erinnerung habe. Ja. Auch schlecht aus. Ja, wo kriegen wir jetzt den Schlüssel her? Das ist jetzt die gute Frage. Ich hoffe, den habe ich nicht schon irgendwie vorher irgendwo übersehen. Beim Auto oder sowas. Dass wir mega jetzt zurück müssen. Das ist sehr ärgerlich. Hier scheint auch kein Hinweis oder irgendwas dergleichen zu sein. Haben wir denn hier Kassetten? Können wir uns auch alles irgendwie nicht angucken. Hier kann man auch nicht rein. Ja, wo könnte denn der Schlüssel sein? Wir haben aber sowas in der Art auch noch nicht gefunden, oder? Dosenmilch, Fettproteine nehme ich mal zu mir, weil ich bin gerade nicht so gut ausgestattet, muss ich sagen, hier in dieser Ecke. Ja, aber der Schlüssel, der muss halt irgendwo rumliegen. Na, Leute, ich habe jetzt gerade nochmal geschlafen und ich habe vorhin was entdeckt. Hier vorne ist das Kabel kaputt, die Antenne. Ich glaube, die kann ich hier einfach reparieren. Hätte ich aber auch drauf kommen können, weil das Kabel von da drin nach hier draußen geht. Ich dachte, ich müsste jetzt erst was anderes finden. Das war irgendwie doof von mir. Vielleicht können wir jetzt ja auch, jemanden anfunken und vielleicht Hilfe erreichen. Das könnte ja echt helfen. Gerät benutzen. Hello, can anyone hear me? I need help. Anyone, come in, please. I need help. Anyone, come in, please. Oh mein Gott, ist der Schlüssel da oben drauf? Oh, tatsächlich. Copy, this is Manaus Control Tower, over. You can hear me. You can really hear me? I need help. Affirmative, keep calm now. I can hear you. You're going to be all right. Please give us your name and position, over. This is Jake Higgins. I'm on a makeshift airstrip in the middle of the jungle. I'm not sure where exactly. Copy. That Jake Higgins? Again? Okay. I know where you are. Please hold. Over. Okay. Are you alone? Over. There's a girl with me. Mia. Copy. Is there a man with you? Over. What? No. There's nobody else here. Was zur Hölle? Are you still there? What do I do? Copy. Just stay where you are. Over. Will someone fly over? How long shall I wait? Keep calm and stay put. Help is on the way. Over and out. What? Hey, what do you mean by again? Am I in some sort of danger? I mean, what's going on? Answer, please. I beg you. Please, please answer me. I don't know what's going on. Fuck. 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 What the fuck was that? Oh mein Gott. Das ist ja richtig strange. Mia, you're not gonna believe this. I found an airstrip. And the radio is working.
Help is on the way. At last. That was a strange conversation, though. They asked me if there was a man here. Any idea what all that was about? I'm just glad you're safe now. Right. And since I know how to get out of here, now I need to find you. Just come home. Mia, where are you? Please, don't try to find me. You're safe. And that's all that matters. I completed my task. Now your job is to go home. Only thing you will find here is disappointment. You don't need me anymore, Jake. It's time for me to go. Stay where you are and wait for help. No, no, Mia, talk to me. Where are you? Ist das ihr Ernst? Mia, please say something. I can't just abandon you. Mia, say something. Please. Mia, come on. It's time to go. I found a way out. Please. God damn it, say something. Oh mein Gott. Aber der Typ war auch komisch. Was meinte der da? Und warum ist sie so? Ich verstehe das alles nicht. Das ist ja... Achso, ich wollte ins Tagebuch gucken. Ich war gerade selber voll verwirrt. Neuer Dialog. Wir gucken jetzt mal ins Tagebuch. Okay, die Story ist wirklich Mindfuck. Also das ist echt krass. Anaconda. Scheiße, ich verstehe nichts. Ich habe nach Hilfe gerufen und Mia ist einfach scheiße. Ich soll ohne sie zurückgehen. Was ist los? Ich lasse sie ja nicht einfach zurück. Wo ist sie? Natürlich lassen wir sie nicht zurück. Aber warum ist sie so komisch? Ist sie unheilbar krank? Oder sind wir irgendwie... in einem Traum? Ich habe keine Ahnung. Das ist so strange, Mia, aber interessant. Das ist komm wirklich. In, please. Ich finde es super, super spannend. Mia, come in, please. God damn it, don't leave me. Please come in. In echt würde ich auch immer weiter versuchen. Bin ich ganz ehrlich. Are you there? I will keep looking for you anyway. Ja, das werden wir. Help is on the way. Come in! Können sie halt immer wieder anfunken. Ja, wir öffnen mal das Tor oder das Schloss. Oh, Kletterausrüstung. Okay, sehr gut. Was ist denn hier noch alles? Taucherbrillen, Taucherausrüstung, Seile. Und eine neue Karte. A map? Interessant. Yes. Okay. Ah, jetzt können wir scrollen. Okay, wir sind jetzt gerade hier. Interessant. Wo sind wir denn rübergegangen eigentlich? Hier, ne? Jetzt müssen wir nur wissen, wo das ist. Hier ist das Anaconda-Ding. Hier sind wir hingelaufen. Ja, das ist ja schon mal sehr praktisch, dass wir eine neue Karte haben. Aber nach dem Schlüssel hätte ich ja ewig suchen können. Gut, dass ich das mit den Ohren durch Zufall entdeckt habe. Da lag auch noch eine Nachricht, aber wir gucken erstmal, was es noch so zu looten gibt. Gut ist wichtig. Ich werde jetzt auch nicht mehr geizen mit diesem ganzen Verpflegungszeug und so. Okay, das ist echt strange, was hier passiert. Also hier scheinen irgendwelche geheimen Missionen oder sowas stattzufinden. Was sind das hier überhaupt für Behälter? Haben die irgendwelche Tiere gesammelt oder so? Das ist ja richtig komisch. So, Notiz. Was haben wir denn hier? Sitzplatz Passagier. Higgins, Jack. Das sind doch wir. A1, A2, Smith. Alvarez. War das nicht gerade der Typ? Jake. Was? Das war doch irgendwie... Ich will es nicht nochmal abspielen, passt schon. Was geht denn hier ab? Abteilung Feldprojekte.
Betreff Proben. Wir erinnern Sie an Ihre Pflicht, sämtliche und unbekannte Spezies aus Flora und Fauna zu untersuchen. Mit dem letzten Transport erhielten wir nur eine Handvoll Proben der Flora. Bisher wurden nur 3% der im Dschungel existierenden Spezies auf ihren Nutzen geprüft. Wir erwarten in Zukunft mehr Pakete. Die Prozedur bleibt unverändert. Sammeln Sie 2 Proben jedes Exemplars. Das erste wird vor Ort untersucht, das zweite wird gut gesichert verpackt und klar beschriftet per Flugzeug verschickt. Sämtliche Daten müssen im Katalog festgehalten werden. Schlamperei wird nicht toleriert. Okay, wir scheinen hier wirklich diese Proben von den Pflanzen und so, was machen wir? Aber das ist Alvarez. Es scheint unser Kollege gewesen zu sein, wenn ich das so richtig sehe. Alvarez. Higgins, das sind wir. Ja, aber ich glaube, es ging wirklich um diese Pharmazie-Sache, dass wir irgendwie die Pflanzen erforscht haben. Aber irgendwas hat hier stattgefunden. Also irgendwas ist ganz komisch. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier alles irgendwie nur ein Drogentrip ist oder so. Keine Ahnung. Ich blicke halt selber auch gar nicht mehr durch, wenn ich ehrlich bin. Aber wir gehen jetzt direkt vorne zur Kletterstelle und klettern mal eine Runde. Müsste eigentlich in diese Richtung hier gewesen sein, ne? Müdigkeit geht auch noch klar. Oh. Da werfe ich mal lieber den Speer. Von der Spinne will ich jetzt... Was war hier? Das gehört, oder? Das war noch eine Spinne oder so. Ist egal. Ah ne, das war der Leguan. Okay, never mind. So, hier gehen wir jetzt runter. Ist hier noch was drin? Ne, das können wir nicht öffnen. Wir klettern jetzt, Freunde. Bin mega gespannt. Let's go. Gucken, wo es jetzt hingeht. Problem ist, ich habe gar nicht mehr gespeichert. War vielleicht nicht so smart. Okay, können wir auch wieder hochgehen. Hier geht es irgendwie bergab. Dann will es tauchen. Taucherausrüstung, tatsächlich. Oh mein Gott. Da bin ich ja gerade irgendwie nicht so der große Fan von. Können wir die anlegen oder macht er das automatisch? Ich habe absolut keine Ahnung, wie man die anlegt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es automatisch macht und wir mehr Luft haben. Wir tauchen jetzt. Ich halte jetzt auch nicht an. Ich glaube, das da unten ist auch ein Flaschensymbol. Kann das sein? Jo, die Luft hält mega lange. Okay, das funktioniert automatisch. Scheint gut zu sein. Wir orientieren uns an dem Seil. Ich werde mich jetzt auch nicht groß umgucken. Das Seil hat aufgehört. Ich weiß halt nicht, wie lange die Luft reicht. Schon ein bisschen gruselig in so einer engen Höhle. Neuer Ort auf der Karte, okay. Uff. Wir denn hier? Okay, wir haben es geschafft. Wir sind an Land. Das ist sehr schön. Hier ist auch so ein kleiner Steg. Springen wir mal rüber. Ist aber nichts Besonderes. Auf jeden Fall ein richtig krasser Wasserfall. Und dann ist noch eine Kletterstelle. Oh mein Gott. Okay, wir schauen mal auf die Map. So, wo sind wir denn jetzt hier? Hier sind wir, ne? Irgendwo hier. Puh, wie spät haben wir es denn schon wieder? Es sieht schon wieder so dunkel aus. 16 Uhr schon wieder. Die Zeit vergeht echt schnell. Wir müssen unbedingt noch was Essbares, Trinkbares am besten finden. Das ist doch schon mal super. Die bringt nämlich auch Hydration. Die Pflanze. Ansonsten würde ich halt versuchen... Ja, wir gehen jetzt erstmal hier weiter runter. Das ist gut. Scheint mir der richtige Weg zu sein. Am besten finden wir halt irgendwie ein altes, verlassenes Lager oder so, wo wir erstmal nächtigen können. Weil jetzt selber ein Lager aufzubauen wäre ein bisschen doof. Oh Gott, wir klettern hier halt jetzt mega runter. Oh Gott, ich rutsche auch so ein bisschen. Muss hier nicht runterfallen. Ich habe nicht gespeichert. Schon wieder ein neuer Ort. Ah, jetzt sind wir hier. Okay. Aber interessant hier aus, ne, mit den Wasserfällen.
Nicht runterfallen. Jake, ganz vorsichtig. Perfekt. Okay, hier können wir wieder klettern. Dann seilen wir uns mal in die grüne Hölle. Oder vielleicht blaue Hölle. Da ist ja relativ viel Wasser. Wow, wir sind jetzt... Wie das aussieht. Wir sind richtig in so einem... In so einer Höhle drin jetzt. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich das bereuen werde. Ich bin gerade nicht so gut gestellt von der Gesundheit her. Essen mal was von den Früchten. Gibt zumindest ein bisschen Leben wieder. Schauen wir mal kurz. So schlecht sieht es gar nicht aus. Alles noch im grünen Bereich. Okay, ich würde sagen, wir folgen dem Fluss auf jeden Fall. Wir gehen mal nach rechts. Wie cool das aussieht. Echt ein krasser Ort. Okay, das ist perfekt. Es tut mir sehr leid, Schildkröte, für dich. Aber ich brauche deinen Panzer für Flüssigkeit und ich brauche dein Fleisch zum Grillen. Falls wir jetzt kein Lager finden, müssen wir uns mal eben so ein Feuer irgendwo machen. Am besten in der Höhle oder sowas. Ich habe mir jetzt doch einen Unterschlupf gebaut, wie ihr seht, und ein Feuerchen. Und frühstücke und trinke gerade ein bisschen was. Zumindest das, was ich finden kann. Also ich glaube, uns geht es gleich wieder relativ gut. Wir nehmen das jetzt natürlich alles mit. Machen hier das Feuer aus. Eventuell kommen wir nochmal wieder zurück. Ja, einfach mitten hier in dem Sumpf oder was das ist. Wir werden jetzt weiter erkunden. Ich habe mich gerade gekratzt. Das war doch ein Alligator oder sowas, ne? Ich höre den doch, ich sehe ihn nur nicht. Ja, da ist er. Okay, das war's mit ihm. Gott sei Dank kann man die so leicht erlegen. Den Pfeil nehme ich mit, das Fleisch nehme ich jetzt nicht mit. Wobei, ja, wenn wir es tragen können, warum nicht? Kommen wir denn jetzt hier ran? Ich komme gar nicht an den Kaiman jetzt ran. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Passt schon. Oh, was haben wir denn da? Oh, da könnten wir mal hingehen. Sieht nach einem guten Ort aus. Ich hoffe, es passiert jetzt nichts, wenn wir hier durchschwimmen. Jetzt sollte kein Kaiman ankommen, das wäre doof. Alles gut unter Wasser. Gott, ich würde niemals in so einen Dschungel schwimmen gehen. Niemals. In so einem Gewässer. Da hätte ich viel zu sehr Angst vor. Wir nehmen natürlich wieder alles mit, was wir finden können. Jetzt geht es gerade aber echt wirklich ziemlich gut. Eigentlich alles unter Kontrolle. Und hier ist wieder Festland, so wie es aussieht. Oh, guck mal hier. Neuer Ort auf der Karte. Wir haben unser nächstes Tor. Das heißt, wir sind auf jeden Fall richtig gelaufen. Oh, wir sind hier unten jetzt schon? Okay, das heißt, wir sind hier den ganzen Weg runtergelaufen. Eieiei. Das heißt, wir brauchen jetzt wieder ein... Oh, das ist ein Ameisenhügel. Ein Zeremonie-Dingensbummens. Oh, was haben wir hier gefunden? Hier sind wir richtig. Es kommt bald unsere nächste Vision, Freunde. Kleines Feuerchen brauchen wir. Hineinstecken. Sieht ja nicht so lecker aus. Da ist wieder das Kind. Ja, wir wissen ja schon, wo es hingeht, ne? Ab zum Steinchen. Alles klar. Da ist einfach mal eine Anaconda. Ich hoffe, den kann man nicht wirklich im Dschungel begegnen. Das hier. Das sind alles tote Vögel. Und noch eine Schlange. Überall sind Schlangen. Und tote Vögel. Oh Gott.
Let's go, Leute. Die nächste Vision. You know what the worst part about this disease is? The doctors gave me 6 months. How am I supposed to live my life when time is running out? How the fuck do I just can't. I can't do this anymore. I wake up next to you every day, knowing there's no future for us. Oh my God. I just can't take it. The pain, I want to end it and just be done. It feels like someone is holding my heart in an iron fist, and I can't breathe. I just lie there and look at you. Ich will gerade extra noch nicht weitergehen. Oh mein Gott, ist das traurig. Die arme Mia. Das erklärt aber auch, warum sie nicht mitkommen will. Weil sie es nicht mehr kann. Making news. The extraordinary discovery of Jake Higgins. Oh mein Gott, wir wurden wieder von gerettet oder was? Aber was ist mit Mia? Hey Leute, ich habe echt Gänsehaut, Mann. Diese Story ist echt richtig gut. Auch wenn ich es gerade noch nicht so verstehe, aber es ist so traurig mit Mia. Ja, Patientenkarte lesen wir mal. Mia Higgins. Medizinische Vorgeschichte, Entlassungsübersicht. Mia Higgins. Diagnose: keine krebsartigen Veränderungen gefunden. Zugrundliegende Erkrankung und Komplikation keine. Behandlung, eingeleitete medizinische Behandlung, Angriffe. CT-Scan des Brustkorbs hat keine Tumore in der Lunge gezeigt. Lunge, Luftröhre und Hauptbronchien sind unauffällig. Ergebnis des Bluttests sind ebenfalls unauffällig. Eingeleitete chirurgische Behandlung, Eingriffe. Empfehlung hinsichtlich künftiger Behandlung, Patientin wurde entlassen. Nachuntersuchung in 2 Monaten empfohlen. Ist das jetzt die Wahrheit? Wurde sie geheilt? Durch ein Wunder? Ich bin halt jetzt echt überfragt. Was muss ich denn tun? Damit es hier weitergeht, muss ich wieder zurück. Ich hoffe, Mia geht's gut. Ich hoffe es wirklich. Ganz, ganz viele Sachen. Ganz viele Artikel. Was sind das für ein Raum hier überhaupt? Lesen wir mal. Eine neue und bessere Welt. Es ist geschafft. Omolu Corp hat eine neue Ära der Menschheitsgeschichte eingeläutet. Die Herstellung des revolutionären Medikaments hat begonnen und schon bald wird der Kampf gegen Krebs gewonnen sein. Alles begann mit dem reisenden Jake Higgins, der nach Amazonien ging, um das Geheimnis der ewigen Gesundheit zurückgebracht hat. Jake hat es anscheinend geschafft. Ich gehe mal davon aus. Okay, was haben wir noch? Boah, so viel zu lesen. Ein brasilianischer Traum wird wahr. Während das brasilianische Pharmaunternehmen Omolu Corp den Bürgern des Landes kostenlos das revolutionäre Allheilmittel initiiert, sieht der Rest der Welt mit wachsender Empörung zu, wie die Preise für das Medikament in die Höhe schnellen. Der Erfolg von Omolu Corp hat allmählich Auswirkungen auf das gesamte Land. Brasilien war bisher die 8. größte Wirtschaft der Welt, doch jetzt ist es auf dem Weg an die Spitze. Dank dieser medizinischen Entdeckung wird das Land zu einer Macht, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. China hat es bereits... Okay, das war ja klar, dass das wieder zu Geldmacherei ausgenutzt wird, ne, wenn man sowas findet. Das ist wirklich grausam. Anstatt einfach den Leuten, die leiden, das Medikament umsonst zu verabreichen, ne? Ich verstehe es nicht. Falls ihr es lesen wollt, ihr dürft es gerne pausieren. Was war denn der Preis?
Habe ich jetzt noch nicht so verstanden. Medizinischer Durchbruch. Umlokorb wird uns heilen. Nur das Pharmaunternehmen Umlokorb konnte Jack Higgins davon überzeugen, die Geheimnisse der ewigen Gesundheit zu teilen. Werden die Entdeckung von Jack Higgins die Welt retten? Es geht, glaube ich, irgendwie nur darum, ne? Gibt es wirklich Hoffnung für Sammy? Aktuelle Prognosen der Ärzte sehen Genesungschancen bei 20%, wohingegen das neue Medikament in 100% der Fälle zur Heilung führen soll. Falls der Junge schnell... Okay, weiter geht's. Also es geht halt wirklich nur um das Medikament. Und das Mia. Zwei Gläser. I like that. Ein schönes Bild. Mia geht's gut. Sie liest was Schönes. Zwei Gläser Wein. What price? What did we? What did I do? Tell me, please. Nein, Mia ist verschwunden. Oh mein Gott, ey, diese Story. Tempo wichtiger als Qualität. Medikament von Umulocorp bereits erhältlich. Es ist kaum ein Jahr her, seit das brasilianische Pharmaunternehmen mit seiner Arbeit an einem neuen und revolutionären Medikament begonnen hat. Und trotzdem wird das besagte Arzneimittel bereits Patienten verabreicht. In der ersten Phase werden Hunderte oder gar Tausende von chemischen Stoffen und Verbindungen auf ihr Heil- und Vorsorgepotenzial untersucht. Danach werden aus diesen Substanzen die vielversprechenden ausgewählt. Okay. Ich weiß den Preis immer noch nicht. Es geht weiter. Unknown virus detected in Brasil. Oh nein. Unbekanntes Virus in Brasilien aufgetaucht. Vor einer Woche haben brasilianische Krankenhäuser Fälle eines bislang nicht identifizierten Virus gemeldet. Bisher gab es ein Dutzend bekannte Fälle. Das kommt bestimmt vom Heilmittel. Aus Sicherheitsgründen wurden die Patienten isoliert. Die meisten von ihnen befinden sich im Koma und die Ärzte stufen ihren Zustand als ernst ein. Tests sollen das Virus und seine Mutation identifizieren. Aktuell werden die Symptome der Patienten behandelt, damit sie sich besser fühlen. Weiterhin versichern die Behörden, dass die Situation unter Kontrolle ist, kein Risiko eines Ausbruchs besteht. Ja, das versichern die immer, damit keine Panik ausbricht. Na super. Es geht weiter. Weitere Infektion mit neuen Virus in Brasilien. Die Situation in brasilianischen Krankenhäusern verschlimmert sich. In Verbindung mit einem unbekannten Virus sind mehrere Dutzend Menschen gestorben und die Zahl der Infizierten wächst. Die Krankenhäuser schaffen es kaum, der Flut an Patienten Herr zu werden. Ursprünglich wurden die Erkrankten isoliert untergebracht. Die Hilflosigkeit der WHA im Angesicht dieser Krise ist offensichtlich. Alle besprochenen Lösungen zielen hauptsächlich darauf ab, bisher nicht betroffene Länder vor der Krankheit zu schützen. Niemand konnte eine Methode zur effizienten Behandlung des Virus oder zur Eindämmung der verwüsteten Gebiete vorbringen. Der erste Tag der Konferenz hat zu enttäuschenden Ergebnissen geführt, die der Welt kaum ein Gefühl von Sicherheit geben. They all believed this was the only solution. Shutting down airports, seaports and now this? They are isolating the entire continent. Ganz Südamerika isoliert. Klasse. Oh mein Gott. Ja, wurden wir durchbohrt. Nicht hier. Noch ein Pfeil in mir? Nee. Ist hier Leichensäcke? Jake Higgins, Mörder. Seine Entdeckung hätten die Welt retten sollen. Stattdessen haben sie 150 Millionen Todesopfer gefordert. Oh mein Gott. Nicht im Ernst, ey.
You think? Das war der Preis anscheinend. 150 Millionen Tote. Oh mein Gott, das sind... Ich bin extrem geschockt, Leute. Finde einen Weg, ein Heilmittel herzustellen. Das ist aber jetzt... Ist das jetzt wirklich passiert? 150 Millionen Tote auf unser Konto. Wurfhakenpistole. Na, den Ort hatten wir ja schon gesehen. Boah, das ist echt krass. Wir hören uns nochmal das hier an. Ich glaube, du kommst hier nicht mehr raus, mein Lieber. Huh. Und mit diesem schönen Bild, also das, die Story ist echt krass. Also ich bin wirklich geschockt. Ihr könnt es ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Uff, das war ganz schön viel, aber damit werde ich die Folge für heute beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mich mit einem Like wissen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.